Hi, mein Name ist Matthias und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video lernst du, wie du eine gefilterte Datentabelle mit diesen Buttons hier anlegst. Bevor wir nun mit dem Video starten, noch ein kleiner Hinweis. Wünschst du dir zu einer Funktion oder sonstiges ein Video, so schreib es doch in die Kommentare. Wie du siehst, befinden wir uns in unserer Beispielstabelle. Diese Tabelle kannst du ebenfalls für Übungszwecke nutzen, den Download-Link findest du in der Videobeschreibung. Bevor wir nun in die Anwendung gehen, erkläre ich noch kurz, was eine Tabelle mit Filterung via Button eigentlich ist. In vielen Fällen hat man verschiedene Datensätze von Kunden, Produkten oder sonstiges in einer Excel-Arbeitsmappe. Möchte man diese nun nach verschiedenen Daten filtern, wie beispielsweise hier nach Land, nach Ort oder auch nach Nachnamen bzw. nach einer Produkt-ID, so muss man hier nicht die klassische Filterung nehmen, sondern kann eine Filterung via Menü und Buttons hier oberhalb oder auf der rechten Seite einbauen. Gut, wie machst du das nun? Um dies zu tun, gehen wir im ersten Schritt in die Datentabelle rein und drücken einmal STRG und A, um den ganzen Bereich der Daten zu markieren. Nun benötigen wir eine sogenannte intelligente Tabelle und drücken einmal STRG und T. Nun öffnet sich dieses Fenster und wir erstellen nun mit dem ausgewählten Bereich eine intelligente Tabelle mit diesen Überschriften hier. Es ist sehr wichtig, dass die Datensätze eine Überschrift haben, denn danach filtern wir im nächsten Schritt. Nun gehen wir hier oben auf Einfügen. Wichtig dabei ist, die Datentabelle hier bleibt markiert und gehen hier oben auf Filter und Datenschnitt. Klicken wir darauf, so öffnet sich nun dieses Overlay und wir können nun den Datenschnitt auswählen. In unserem Beispielsfall wollen wir nach dem Land filtern und klicken deshalb auf Land. Nun klicken wir auf OK und wir sehen nun schon hier, dass sich dieses Fenster geöffnet hat mit den Buttons. Nun haben wir hier die verschiedenen Inhalte aus dem Datensatz. In diesem Fall Land. Dasselbe kann wie vorhin erwähnt auch mit Produkt-IDs, mit Namen und eigentlich so gut wie allem passieren. Im nächsten Schritt können wir nun das hier formatieren und zwar, es haben sich hier oben die Datenschnitt-Tools geöffnet. Hier auf der linken Seite kannst du noch die Überschrift belegen, das heißt, wähle das Land aus als Beispiel und somit steht es dann hier oben. Ebenfalls können wir hier ein Design einfliegen lassen und auch hier, was ganz wichtig ist, auf der rechten Seite die Schaltflächen bestimmen, das heißt die Höhe individualisieren und die Breite. Ebenfalls können wir die Spaltenanzahl festlegen. Nachdem wir hier drei Datensätze haben, mache ich die Spaltenanzahl auf drei nebeneinander. Nun können wir hier an den Ecken bzw. an den Kanten dieses Menü hier größer und kleiner ziehen und mit gedrückter linker Maustaste es dahin verschieben, wo wir wollen. In meinem Fall möchte ich das hier oben haben und zwar so. Und nun können wir auch schon mit diesen Buttons diese Tabelle filtern. Klicken wir nun darauf, so werden alle Datensätze aus Deutschland, aus Österreich oder der Schweiz dargestellt. Möchte ich wieder alle Datensätze anzeigen, so klicke ich hier oben auf Filter entfernen und nun habe ich wieder alle Datensätze. Ebenfalls kann ich hier die Mehrfachauswahl anhaken und nun kann ich die Datensätze aus beispielsweise Schweiz und Österreich aushaken, sodass nur Deutschland angezeigt wird, beziehungsweise hier Österreich und Deutschland oder auch wieder alle. Zum Schluss dieses Videos noch eine kleine Empfehlung meinerseits, und zwar möchtest du dein Microsoft Excel Wissen auffrischen oder erweitern, so empfehle ich dir den Excel Einsteigerkurs von iLearn. Dort lernst du in aufbauenden Modulen das ganze Wissen rund um das Thema Microsoft Excel. In jedem der Module bekommst du zahlreiche Downloads in Form von Übungen und sonstigen Hilfsmitteln, welche dir zur freien Verfügung stehen. Am Ende des Kurses kannst du dein erlangtes Wissen auf die Probe stellen und dir bei Erfolg dein Microsoft Excel Zertifikat für deinen Lebenslauf abholen. Abonniere ruhig diesen Kanal für weitere Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Ich freue mich auf dich, dein Matthias.